Ach, wir müssen ja nicht mal was eintragen. Gut, dann kann ich ja die Binde wieder aufmachen. das da? Nee. Noch eins. Ja, das da. Jetzt da. Ja. Hey, das Leben Aha. ist viel bunter, taucht der Hugo auch mal unter. Rechts. Links, links. Rechts. So? Ah, zu langsam. Tintentrolle sind jetzt ganz groß in Mode. Man muss den sammeln und unmittelbar wieder zurück, sonst... Also ah, los. Okay. Wir suchen's nochmal. Aber immerhin haben wir einen Schatz jetzt schon. Ja. Rechts. Links, links. Rechts. Links. Ah. Und nochmal links. Scheiße. Laut! Huch. Zweimal ist der Troll versoffen. Aber ein Versuch ist nur noch offen. Okay. Rechts. Links und nochmal links. Und sofort wieder rechts. Ah, links und links. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie kommt man da denn vorbei? Tja, runter? Jetzt hat sich's erstmal ausgetrollt. Wird nicht angezeigt als Option. Okay. Ich habe eine Idee. Ja. Nochmal. Achso, erstmal irgendwas eingeben. Jawohl. So. Ui, das Leben ist viel bunter, taucht der Hugo auch mal unter. Rechts. Und dann links. Scheiße, das war zu bald. Mein Fehler. Alles gut. Nochmal. Wir versuchen es nochmal. Rechts. Links. Links und wieder rechts. Was? Ah, jetzt verstehe ich das Problem, glaube ich. Ganz groß in Mode. Wenn du das so drückst, wie ich sage, dann registriert er das rechts nicht und du schwimmst geradeaus weiter. Du musst das, glaube ich, ein bisschen zeitversetzt machen. Ja, ja. Ich versuch mal. Rechts. Links. Und links. Und rechts. Hä? Nee. Wieder nicht. Das ist aber auch komisch. Er sammelt den Schatz ein und also ich drücke definitiv langsamer rechts, als ich vorher die zwei links gedrückt habe. Tja, jetzt komisch. Hat sich's erstmal ausgetrollt. Magst du es mal anschauen? Ja, ich will es definitiv mal sehen. Weil das fängt jedenfalls definitiv immer gleich an, der Ablauf. Ja, genau. Dann kannst du schauen, was ich meine. Das Leben ist viel bunter, taucht der Hugo auch mal unter. Hm. Okay, also dann rechts erstmal. Mhm. Okay, ja. Genau, und da bist du immer in dieses Geflotter rein. Und da ist unten eben der Krebs. Ja, den habe ich jetzt auch gesehen, erst kurz bevor ich rein bin. Da bin ich echt ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich musst du nach oben, um an dem Krebs vorbeizugehen. Ich kann gedrückt halten. Oh, aha. Ah, oder so. Ja, jetzt wo ich sehe, ist ja... Ach, das ist ein Krebs. Nee, das ist immer noch ein Krebs. Ich gehe einfach mal da lang. Jetzt wird's wieder einfacher tatsächlich. Der Anfang war das fiese. Blum. Ja, stimmt. Ja, vor allem, wenn du mir sagst, ich soll gedrückt halten, dann macht der automatisch weiter noch. Ach, das wusste ich nicht. Oh, Vorsicht, Krebs! Ich muss mal auffüllen. So. Und tschüss. Ja, ich gehe einfach mal darüber. Aber ja, das ist. Ich verstehe, was daran so unangenehm sein könnte. Ja, das Problem war tatsächlich, dass er, wenn ich zweimal links gesagt habe, er entweder nur eins registriert hat oder das zurück nach rechts nicht mehr. Krebs! Ach, das war ein Krebs und kein. Oh, das sieht immer so gleich aus. Einmal ist der Troll versoffen. Aber ein Versuch ist nun offen. Der Troll ist versoffen? Der ist, ja, eindeutig. Ein versoffener Troll ist das. Ah, das noch.
Nee. Krebs. Ja. Ich weiß nicht, ob man über den drüber schwimmen kann, indem man Luft holt. Nee, das geht Fisch geht's auf jeden Fall nicht. Man kann okay. In der Mitte auch nur Luft holen. Ach so, okay. So, einfach mal. Ach! Ach, das war's schon. Das war ja nicht so wild. Ich mach das Licht, glaube ich, wieder an. Ich überlege gerade, ob wir es versuchen sollen, ob wir Teamviewer so zum Laufen kriegen, dass du das mal selber mit eigenen Tasten spielen kannst. Können wir machen. Aber lass uns erstmal alle durchprobieren. alle blind? Na klar. Okay, wenigstens mal anteasern, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Ja. So, dann mache ich mir doch einmal hier nochmal. Ich lege wieder das an, was wir auch gerne im Schlafzimmer benutzen. Was meinst du? Ach so. Dachte ich, womit hantiert er denn jetzt rum? Ach ja. So. Ach ja, ich meine uns beide, ne? Mich legst du an. Nein, ich meine das, was wir beide im Schlafzimmer benutzen. Ach so. Oh, Skateboard. Ach, Skateboard. Oh, kennst du noch Wald? Das hatten wir in dem anderen, in dem Gameboy-Spiel auch schon mal. Weiß gar nicht mehr. Trolli, top, Trolli, top, jetzt geht's hier richtig ab. Okay, oh Gott. Hä? Ich sehe gar nicht richtig. Links? Rechts? Rechts? Oh, Scheiße! Hier, was aussieht. Wir versuchen einen tollen Reifen. Das sehe ich ja nicht. Okay, rechts! Scheiße, das war aber viel zu schnell. Das ist ja nicht mal lustig. Einen Versuch hast du doch noch. Okay. Links! Links, nicht rechts. Das ist tatsächlich, finde ich. Mühe dir gegeben. Ich aber hab nur drei Leben. Oh. Oh Gott. Ah, das finde ich gar nicht leicht, weil ich das schwer sehen kann, was da kommt vor allem, weil der so viel Bildschirmplatz einnimmt. Ja. Also ich weiß, ich glaube, der Wald ist weit. Einfacher. Dann. Mach mal. Ja, gleich. Skateboard. Ja. Ich krieg meine Augenbinde nicht mehr angelegt. Sonst kannst du das doch auch allein. Ja, schaffe ich schon noch. Damit ich dich nicht sehen muss. Irgendwo. Ich kann mir über Kopf irgendwie keinen Knoten binden, glaube ich. Versuch's. Nein, nein, nein. Ich brauche keine Hilfe. Niemand muss mir helfen. So, niemand kann mir helfen. Ich glaube, jetzt ist es fester. So, jetzt noch Start drücken. Ja. Okay. Trolli, top, Trolli, top. Jetzt geht's hier richtig ab. Links. Huch. Scheiße. Gibt's doch nicht. Na komm, wir versuchen einen tolldreisten zweiten Start. Einen dummdreisten zweiten Start? Trolldreist? Links. Oh. Das war eh zu spät. Ja, ich glaube auch. Ich wollte nicht wieder zu früh wie beim letzten Mal noch zu lange gewartet. Ah. Einen Versuch glaub, hast du doch noch. Ich glaube, wir müssen jetzt so. Wart nach links! Biberboard. Dieser blöde Biber wieder. Zwar hast du Mühe dir gegeben, ich aber hab nur drei Leben. Ich möchte nochmal. Okay. Das gibt's doch nicht. Ich will wenigstens einen Schatz mal einsammeln. Kann doch nicht sein. Noch ein? Ja. Zwei? Ein? Ja. So passt's, ja. Okay. Trolli, Trolli, top, jetzt. Rechts! Ah! Rechts!
Huch! Scheiße! Ja, vor allem, ich dachte, der erste ist immer links und dann sagst du rechts. Weil ich da einen Schatz oben gesehen habe. Ach so. Rechts! Links! Ja! Hey, hey, das ist ein Trollboard und kein Biberboard! Das gibt's doch nicht! Macht fast nix! Einen Versuch hast du doch noch! Links! Nee, da kann ich doch nicht genug, da kann ich gar nicht schnell genug reagieren, tatsächlich. Scheiße. Zwar hast du Mühe dir gegeben, ich aber hab nur drei. Ich würde sagen, also für das brauchen wir wirklich Teamviewer. Mhm. Huch, ich hab mir die Haare mit eingewickelt. Okay, also ich würde es mal versuchen. Vielleicht kriegen wir es. Versuch mal, ja. Versuch mal. So, dann, hast du TeamViewer selber auf dem Rira-Rechner? Nicht mehr? Nee. Ich dachte, oder? Wir hätten das mal gehabt. Ich guck mal einen Moment. Aber nicht. Ansonsten gibt's ja auch den Client, den man ganz schnell öffnen kann, wenn man nur irgendwo drauf zugreifen will, glaube ich. Oder nee, wenn auf einen zugegriffen werden soll. Ach, er ist auch da. Okay. Ich hab. Okay, super. Dann schicke ich dir mal kurz eine ID und ein Passwort. Mhm. Das war das und das Passwort ist... Wo ist denn jetzt hier der Chat? Ich bin so selten im Discord, ey. Hopper, Vollbild. Wo ist denn der Chat? Wo kriege ich denn den Chat wieder her? Stummbetreuung, Stummschalten. Also ich hab hier, Chat anzeigen, jetzt habe ich ihn. Ja. Hab's. Sehr gut, sehr gut. Jo, und das Passwort ist das hier. Ich habe versucht, so auf gute Leistung zu optimieren. Ich weiß nicht, inwiefern das klappt oder nicht klappt. Ich muss den TeamViewer aktualisieren, zum Teufel. Echt? Das habe ich befürchtet. Es sind mal wieder die technischen Wunder der Technik. Und ja, genau so darf man mich zitieren, wenn man das mal zitieren möchte. Geht aber relativ flott. Ach verdammt, du bist ein Standbild gerade, weil ich dich in Discord nicht mehr so anzeigen lasse. Jetzt bist du kein Standbild mehr. Bist du jetzt wieder ein Standbild? Ich glaube, du bist wieder ein Standbild. Jetzt bist du kein Standbild. Keine Ahnung. Bin ich? Nein, du bist kein Standbild. Okay. Also jetzt so. Nicht mehr. Zweiter Versuch. Mhm. Achso, ja, dann könnte ich ja meine Übertragung in Discord mal ausmachen, weil das sonst... Ihr Partner verwendet eine neuere Version von TeamView. Ich hab doch aktualisiert. Eine neue Version ist verfügbar. Also warte mal, ich guck mal, was könnte denn meine sein? Ich aktualisiere jetzt nochmal. Oder muss ich jetzt jede Version eine nach der anderen installieren? Das kann doch nicht richtig sein. Ich weiß es nicht, aber meine Version ist 15.21.6 vom 27. August. Ach so. Ja, ich weiß. Installiere, schreibt er jetzt. Yay! Ja, und sonst so, wie geht's den Kindern? Wir sind schon groß. Ach, das ist alle schön. Alle aus dem Haus. So, nächster Versuch. Wehe, das geht jetzt wieder nicht. Jetzt geht das auf einmal wieder nicht. Nein, wirklich nicht. Inkompatible TeamViewer-Versionen? Ja. Und welche, also geh mal auf Hilfe und dann über TeamViewer. Was steht denn da bei dir? Nee, jetzt hat er nochmal eine neue Version. Jetzt installiere ich die auch noch. Warte mal, jede Version sagt dir, es gibt eine neue. Ja, tatsächlich. Schon das dritte Mal jetzt. Anstatt er gleich nach der neuesten fragt. ja, sowas kann nur Software. Tatsächlich. Also, ich kopiere mir schon mal wieder. Nochmal die ID.
Installiere. Von dem ganzen Augen verbinden, da bin ich ganz müde geworden. Naja. Ich muss trotzdem weiter wach bleiben. Ich muss ja gucken, was du hier an meinem PC anstellst. Jetzt. Aha. Schön. Ich musste tatsächlich jetzt dreimal. Oh, jetzt siehst du aber bloß, also jetzt siehst du ein großes Fenster mit einem kleinen Fenster da drin, ne? Ja. Ja, ich hoffe, das klappt trotzdem. Und, wie ist es? Hinnehmbar? Okay, das, da bin ich ja mal gespannt. Mich irritiert, dass ich mich... Scheiße. mich irritiert total, dass ich mich doppelt höre. Ah, warte mal, nee, aber das können wir Zeit versetzt. Das können wir abstellen, das geht. Das ist aber lustig. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir machen einen Ton aus irgendwie. Ich krieg das hin. Blub. Partner hat einen Internetanruf gestartet. Möchten Sie Mikrofon aktivieren? Nein, eben nicht. Warte mal, kannst du noch mal was sagen? Warten mehr. Ja, ich glaube, du bist ein kleines bisschen leiser geworden. Ich werde da mal gegensteuern. Ja, das macht TeamViewer. Das finde ich voll gemein, dass die das tun. Können die doch nicht machen. Geht doch nicht. Ist nur noch die Frage, wo stelle ich das? Oh. Ja, das ist ja jetzt doof. So, haben wir hier noch irgendwas? Huch! Ja, dann muss das eben so bleiben. Wo? Oh. Ja, aber ich mach ja gar nichts. Bist du das? Nee, ich mach da nichts. Ist das eine Demo? Es muss eine Demo sein, weil das, was ich mache, ist nicht das, was er macht. Nee, ich mach auch nichts. Was macht der denn da? Krieg ich das überhaupt? Kann ich da Escape drücken? Ja, kann ich. Gut. Ich dachte jetzt schon, du hättest gestartet, aber das wäre komisch gewesen, weil ich wollte gerade an den Einstellungen rumschrauben. Naja, jedenfalls, du kannst ja mal den Flieger jetzt versuchen. Wie starte ich denn? Ah, jetzt war nur verzögert. Ah, jetzt kriegst du natürlich die Töne nicht mehr. Das ist nicht so schlimm. Okay. Boah. Ja? Das leckt bei mir trotzdem sehr stark. Alter! Oh. In so eine halbe Sekunde verzögert, glaube ich. Oh. Letztlich. Ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist zu dem, wo du die Sprachkommandos gegeben hast. Stimmt auch. Jetzt können wir es ja noch so machen, dass ich mir die Augen verbinde und du mir die Kommandos gibst. Oh. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Ah, knapp. Ja, nee. Ja. Fast. Der sieht gut aus. Der sieht auch gut aus. Oh, knapp daneben. Aber es wird irgendwie. Ja, so ist es schon einfacher, wenn man das selber machen kann. Ja. Sie sehen hier Cloud Gaming. Cloud Gaming, die Zukunft. Ja, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Hier PlayStation Now und Google Stadia und wie die nicht alle heißen. Genau so ist das. Und hat dieses Spiel ein Ende? Ja, sobald dir das Benzin ausgeht, hat das auf jeden Fall ein Ende. Oder, nee, du kannst eine Null drücken, aber ich glaube, die Null ist nur, um deine Linie nachzuzeichnen, wo du lang geflogen bist. Ich spiele sowieso mit dem Pfeiltasten, nicht mit dem Nummernblock gerade. Ja. Und hab nicht die Zeit zu schauen, wo der denn ist. Huch. Tatsächlich. Ah. Ich frag mich, was passiert, wenn du da rausfliegst zum... Ah, dann geht die Karte weiter. Das ist aber schön. Okay, ah!
Und gleich ist dein Tank leer, da kannst du nichts gegen tun. Also nicht, dass ich wüsste, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ach nee, warte mal, die roten, kannst du die zum Auftanken nehmen? Nee, ich oder? Sind wir in rote reingeflogen und sind einfach explodiert. Hm. Das ist... Aber ich glaube, dass das Spiel hat auch ein Ende. Man muss irgendwas erreichen, aber ich weiß nicht was. Vielleicht musst du ja wirklich einen Weg zur nächsten Tanke. Nein, zum. Ich weiß es nicht. Huch, schon? Was? Was wolltest du eingeben? Schon vorbei. Ach so, ja, mach mal. Oh, erster. Oh, Platz 1 sogar. Wie geht denn das eigentlich, Punkte zu kriegen im Zehner, in Zehner-Schritten? Das geht ja gar nicht eigentlich, stimmt. Komisch. So, zurück zum Skateboard. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du genauso gut bist wie die Demo. Vermutlich nicht. Oh! Oh! Der war gut. Also knapp auch. Ach, scheiße. Es regnet Trolle. Komm, wir versuchen einen tollreichen zweiten Start. Es geht aber hier weiter. Ja. Ah. Oh, kannst keinen Looping machen. Ja, ich hab's überlegt. Schade. Du hast es überlebt? Schade. Überlegt mit dem Looping. Das sieht aber gut aus. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, durch das Remote sehr schwer. Jetzt so ist es eigentlich ganz. Ach, scheiße. Komplett gedrückt. Ja, also gerade wenn man sagt, dass es leicht wird. Kennt man ja. Habe ich noch ein Leben oder war es das? Einen hast du noch. Okay. Uah. Knapp. Ah, der macht manchmal zweimal, ich darf nicht so fest drücken. Oh. Oh, die sind ganz schwer, wenn du in der Mitte bleiben musst. Ja, wenn man es nicht richtig sehen kann, immer, weil er so blöd hin und her döngelt. Ja. Die ganze Zeit. Kling. Kennst du noch das Snowboarden mit dem Schneemann? Den du dann abwerfen musst oder so. Hugo, dein Troll, finde dich toll! Bei was jetzt? Bei auch Hugo? Bei Hugo. Nee, weiß ich nicht mehr. Das ist, ja, du darfst dich benennen mit deinem. Wiss nix. Ja. Aber du machst das wirklich gut. Also, das ist. Eishöhle? Oh ja, Eishöhle ist schön. Das Spiel kann beginnen. Das ist schon so schwierig. Weil dir vor dir immer irgendwas runterfallen kann. Also so ein Block runtergehen. Oh, da hinten ist was. Oh, da kommst du jetzt gerade nicht hin. Oh, oh. Und... Puh. Das machst du gut. Ich glaube, irgendwo ist wieder so ein Pokal aufgetaucht. Zumindest hört es sich so an. Ja. Oh, ja. Läuft. Was
ist das spannend. Oh, da ist wieder einer. Ja, den kriegst du. Und jetzt musst du nur noch zu der Tür hinten rechts. Ich muss zur Tür? Ja. Was du sagst. Scheiße! Das war fies. Ja. Ist die Tür noch auf? Ich glaube ja. Dann müsste das ja machbar sein. Ja. Da ist sie. Und fertig. Du hast dir die Symbole gemerkt. Ich hoffe, du hast dir die Symbole gemerkt. Welche Symbole? Ja, also was das angeht, ich hab sie mir gemerkt. Hast du dein Gedächtnis verloren? Ein Herz war auf jeden Fall dabei. Ja, das erste war auch ein O. Wie jetzt? Ich hab Herz gedrückt. Du hast Herz gedrückt? Drei? Ja. Mensch, das wäre richtig gewesen eigentlich. Erst kam das Herz, dann kam die Glocke, dann kam die Rakete. Ja, ich verstehe das auch nicht. Nochmal. Ja. Muss ich nochmal drauf achten. Aber es war eigentlich, also wenn du das Herz gedrückt hast, dann hätte das richtig sein müssen. Also die 3 habe ich gedrückt, tatsächlich. Ja. Herz, ja. Ah! Triangel. Mhm. Die Baumangel. Triangel. Oh! Immer wenn ich gerade gedrückt habe, so ja. Gefühlt. Jetzt ist das Ding weg auch noch. Aber ich höre wieder eins, also irgendwo muss da eins aufgetaucht sein. Da. Okay. Ja. Okay, ein Huhn. Wieder einer, aha. Triangel? Ja. Stern. Triangel, Huhn, Stern. Ich hoffe, du hast dir die Symbole gemerkt. Oha. 2. Ich drücke die 2. Ja. 2. Dann drücke ich wieder die 2. Und die 1. Yay! Das war schwer, eigentlich. Ja. Weiß nicht, was davon. Entweder habe ich mich verdrückt oder ich habe zu lange gewartet. Das kann sein, dass es vielleicht zu lange gedauert hat. Yay! Oh! Ist das gemein. Ja, du bist nur 7 Punkte schlechter als PN Straußholm.